das ist genau der Content, auf den ich heute Bock habe, Mann. Geil! Es geht los, es fängt an, richtig, richtig freudig zu werden. Aber Leute, Thomas, du bist eine geile Sau. Unglaublich. Wir ziehen uns auch die Zusammenfassung nochmal rein, weil es einfach uns nochmal in den Mood settet. You guys have like a room already for the night, right? You think I can crash there on the floor or not really? For me? Yes, yes, it's okay. For me, it's okay. Really? Ich geh gleich einfach hier an den Rechner. So, und jetzt schnell. Du gehst so smart mit diesem Reddit. Hoffentlich antwortet da jemand drauf. Herzlich willkommen aus Malaga. Malaga. Oh, give me one. Lauren. Geil, Alter. Geil. Alter, ist das krank. Yeah. Das ist echt sehr beschissen gerade. Wie soll ich das denn machen? Dave, du packst das. Keinen Bock mehr. Fuck. Das Intro ist echt krass. Das ist aber niemals Dave, der da rennt. Gerade jetzt nach den ersten wirklich heißen Tagen merkt man wieder, wie richtig kühlender Schlaf ist. Und jeder von euch kennt das Prinzip, ein Bein aus dem Bett zu halten. Aber wie schön wäre es, all das nicht mehr zu brauchen. Abhilfe schaffen nicht nur die Airgrid-Matratzen und Kissen von Emma, welche über das Gel-Grid-Material bei warmen Nächten temperaturregulierend wirken, sondern auch die altbewährte Emma 25 Hybrid, über die ich schon einige Male gesprochen habe, welche über ihre Airflow-Kanäle maximale Atmungsaktivität verspricht. Aber natürlich können auch viele weitere Emma-Matratzen in der Plus-Version mit einem atmungsaktiven Bezug gekauft werden, um euch erholsamen Schlaf bei steigenden Temperaturen zu ermöglichen. Ja. Weniger schwitzen und mehr Schlaf. Wie gewohnt könnt ihr die Produkte von Emma 100 Nächte... Kannst du mal kurz Pause machen, muss mit dem Huhn rausgehen, das ist verrückte Scheiße. ...frei testen und es gibt kostenlosen Versand wie auch Abholung. Bis zum 2.8. gibt es dazu noch bis zu 50% Rabatt auf viele Produkte bei Emma und mit dem Code THERACE nochmal 5% Rabatt on top. Also der perfekte Moment, um euch und eurem Körper was Gutes zu tun und euren Schlaf zu verbessern. Über den ersten Link in der Videobeschreibung kommt ihr zu den Angeboten. Vergesst nicht, den Code THERACE zu benutzen. Ich bedanke mich vielmals bei Emma fürs Möglichmachen dieses Projektes und euch viel Spaß mit dieser Folge. Ist das verrückt, die beiden treffen sich. Was geht? Was geht? Halt small. Das ist so random. Du bist der zweite, den ich treffe. Wirklich? Brian auf der Fähre. Welche Fähre? Tanjamet Algesinas. Wie habt ihr es am ersten Tag gepackt? Geil. Du auch? Ja, ich war mit Dave auf der Fähre. Was denn? Und Jovan hat die Fähre nach 2 Stunden gekriegt. Geisteskrank. Ich bin tot. Alles ist nass. Und ist auch alles nass. Wie bist du jetzt hierher gekommen nach Malaga? Mit einem Bus. Das Trampen ist so riesig. Hey, ich dachte, der Bruder muss kacken oder pissen, Mann. Ey, scheiße. Lass den mal kacken. Keiner will einen nassen Menschen. Natürlich nicht. Ich bin gerade übelst am Struggling. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ne? Wir dürfen uns nicht gegenseitig helfen. Nee. Aber, wenn du eine Karte sammeln willst. Nee, kann ich nicht machen. What is happening, ey? Mann, wir haben alle übelste Probleme, übelst am Struggling. Jetzt hier mit Daniel in Malaga zu sein. Ja, will ich die Leute wegen Tickets sind absolut gedonewalled, ja. Bedeutet wahrscheinlich, dass die anderen schon weiter sind. Das heißt, dranhalten. Das heißt, sputen. I will just write something small there. And why do you... In der letzten Folge hat Jovan nicht nur Theophil und Lucien kennengelernt, sondern auch ein Auto mit Kölner Kennzeichen gefunden. Come here. I can show you. This car. It's a German license plate. And it's actually from the town where I have to go. I just want to write down something. Dicker, er schreibt ihnen so Ding. Ah, you guys have like... You have WhatsApp? Yeah. Okay, then I can ask them for WhatsApp. Okay. Ist das krass, er lässt den einen Zettel da, ist das krass. The rain? This one is actually rainproof. Please bring me back home. Okay. Ist das so krass. So, let's continue the trip. Ey, ja, da wird niemals was draus werden, Chat, aber ich appreciate den Hustle. Das ist wirklich geil. First of all, I already like you guys. And I would love to just like spend the whole day with you, because I don't feel so alone. But second of all, do you think you could help me to buy me like a
bus ticket to maybe another city? Yeah, maybe a bus ticket. It's okay. Bus cool. Digga, er hat, es ist einfach so eine krasse Strat, die er hat. Ich bin immer noch komplett amazed, Alter. Wie gut das funktioniert. Aber ich glaube, sein Charakter passt halt auch, ne? Sein Charakter passt auch wirklich so perfekt zu, einfach dazu, sich einfach so einer Gruppe anzuschließen. Ist wirklich verrückt. Yeah, we can check everything. Jetzt laden die ihn aufs Essen ein. Bro, der, ich sag euch, der lebt, glaub, besser als einfach normal in seinem Leben, in seinem Alltag. Ja, jetzt bin ich mit Alex hier. Ich trinke mal Biri. Und guck mal, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, für mich irgendwie weiterzukommen. Tomorrow? Yeah. At 6? Yeah. Sevi Basran? 65 euros. It's still a lot of money, right? But this one is cheaper. Yes, it's cheaper. 45 euros is for him. I think it's okay. If we spend 20... Die zahlen ihm das, die sagen so, ja, wir zahlen dir das. Ich tippe diesen Belgier, ich tippe einfach, die sind einfach nur die korrektesten Menschen jemals auf der fucking Erde. Really, guys? You would do that? Yeah, of course. No. Aber er macht immer die gleiche Strat. So, das Ding ist, er weiß ja, oder die Leute, also er hat den Leuten ja gesagt, hey, ich reise ohne Geld. Dann sagt er so, hey, könntet ihr mir helfen, Busverbindungen rauszusuchen? So, aber in dem Moment, wo die da rumsuchen, wissen die auch schon, ja, der hat ja gar kein Geld dafür. Aber irgendwie sind die dann schon immer so angekumpelt und immer sind die dann schon so, naja, so, hey, guys, I love you so much und so, dass die halt dann so denken, ja, komm, dann zahlen wir ihm das halt, ne? Der ist ein lustiger, netter Typ, so. Das hat er mit den Schweden auch so gemacht. Da ist smart, smart. Heute hat er folgen die auf jeden Fall. How many beers would I have to drink to get this price? 15? Yeah. Guys, I don't drink that much alcohol. I drink one beer a month. I have to drink 5 of them. And the price of the ticket in thin. Yes. Aber die Ärzte sind wirklich todeskorrekt. Also ich würde lieber mit denen chillen als mit den Schweden, glaube ich. Die Schweden haben mir leider nach wie vor ein bisschen weirde Vibes gegeben. Okay. First of all, cheers to you guys. Thank you so much for trying to help me. Welcome. Really, really appreciate that. So you guys are really doing that for me? Das ist Wahnsinn. Please. Man. Nah, bro. Dang. Bro, appreciate it. Come here, man. Thank you so much. Really appreciate it. Das ist also crazy. Also ich habe jetzt eine Reservierung für ein BlaBlaCar nach Barca. Tick, ciao. Die bezahlen mir ein Ticket, wenn er mit denen Bier trinkt, was die ihm ausgeben. Ja, die wollten einfach nur eine gute Begleitung haben. Digga, damit, mit diesem Ticket-Chat, ist er weiter vorne als Dave. Krass. Ich habe für meine Verhältnisse gefühlt nichts gegessen. Ich habe ein Bier gerade getrunken, relativ zügig. Ich spüre es einfach komplett. Ich habe einfach nichts in meinem Körper ab. Die Jungs sind komplett krass. Jetzt hoffe ich noch, dass sie das BlaBlaCar einfach annimmt. Dann bin ich heute Abend 0:00 fertig BlaBlaCar. 12 Uhr komme ich in Barcelona an. Ist ja perfekt. Ich werde aber die ganze Nacht schlafen im Auto. Aber welcher BlaBlaCar-Fahrer fährt in 12 Stunden durch? Also ich weiß nicht, ob ich mich in ein Auto setzen würde, wo ein Fahrer 12 Stunden durchfährt, Bro. Bruder, der schläft doch safe irgendwann auf der Autobahn ein, zack, in die Leitplanke. Also außer die sagen so, ja, wir sind ein Typ und eine Frau, wir sind ein Couple, wir wollen da hinfahren, wir wechseln uns ab. Aber ein Fahrer, 12 Stunden, puh. Perfekt. Morgen schwimme ich am Strand im Barca, Leute. Oder der Fahrer macht auch mal kurz eine halbe Stunde Powernap. Morgen schwimme ich am Strand im Barca. Das ist jetzt der Fahrplan. Da hinten ist das Wasser. Irgendwo hier sollen die Hostels. Das ist ja bei BlaBlaCar, glaube ich nicht. Also theoretisch dürfte der. I guess, wenn der Fahrer sagt, fahr mein Auto, ja, aber wird da nicht passieren, glaube ich. Nein, und irgendwo am Wasser war der Campingplatz. Und irgendwo am Wasser wäre. Fadi ist 24 Stunden straight nach Spanien Urlaub gefahren. Ohne einmal zu pennen, Bruder. Ja. War der auf Schnee? Irgendwo hier sollen die Hostels sein und irgendwo am Wasser war der Campingplatz. Hat er getrunken, und irgendwo am Wasser, Alter, werden auch Camper stehen. Wenn das in Spanien legal ist. Oh, Brian, ey, scheiße. Oh, da war jemand down aus Bremen. Jetzt spritzen einen auch die ganzen Autos hier nass. Der scheiß Regenschirm bringt auch gar nichts mehr. Warum ist das Wetter denn so, Alter? Leute, ich bin so ein Fan von Good Time und Spaß haben. Aber jetzt gerade ist hier ein Limit, ey. Ich habe keinen Bock, dass alle denken, ich bin hier nur am Rumpupen, ey. Aber es ist Maximum hier.
Boah, das Wetter ist wirklich Todarsch. So, Leute, es ist soweit. Es geht nicht mehr. Hier ist ein Hostel. Ich habe schon gesehen, es kostet 49 Euro. Und damit werde ich die Karte. Nicht das, was Caro sagt. Wetter wird mich auch komplett demotivieren. Wenn Füße nass sind, die ganze Zeit regnet es noch auf deinen Arsch drauf. Oh, wir schauen heute alle Folgen, ja, Chat. Dass ich in Malaga festhänge und jetzt 50 Euro für ein Hotel ausgebe. Oh, Hostel. Das ist ein richtiger Fail. Aber Energie tanken, morgen geht's weiter. Sorry? Wahnsinn. Is this a hostel? Yes. Where can I check in? Yes, of course I go. Yes. Your name on the reservation? No. You have reservation or no? Aha, okay. What do you need? Pardon? What do you need? A room. How much is the room? 45 Euro for the room. It says for me alone a room? Yes, alone. Okay. 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 Dann nimmt er die. Oh mein Gott, ja. Die Revolut-Karte wird genommen. Dann lieber 50 für den Bus, ja, komplett. Lieber im Bus schlafen und woanders sein, ne? Ey, guck mal, das Chat, das Ding ist, im Nachhinein denkt man jetzt, wie lost, aber in dem Moment, manchmal, das Gehirn macht komische Sachen. Habe ich bei Sam vs. Wild auch gemerkt. Ich schaue mir im Nachhinein die Folgen an, ich denke so, Bruder, warum mache ich das? Oder warum haben wir das gemacht und so? Aber das Gehirn macht komische Sachen. Do you know what the weather is tomorrow? Same. Yes? Hello Summer! Ey, das ist geil, dass dieses Bild da hängt. Ui, das Zimmer sah ein bisschen wild aus. Es gibt einen Bus zum Flughafen. Der kann nicht so teuer sein. Für die Euros, die ich noch habe, werde ich das mir leisten. Das ist trocken. Da sind Leute, die Flüge sich leisten können und Geld haben. Erzähl. Mittagessen. Ein Kühlriegel. Ein zerquetschter Riegel. Perfekt. Im Mülleimer. Regenschirm gefunden. Kaputt. Kann ich aber vielleicht reparieren. Oder er ist auf 60 Cent runter, Chat. Ist das krass. Gerade noch genug. Ich weiß nicht, ob Flughafen ist eine krasse Strat ist, ehrlich gesagt. Malaga Flughafen. Wie sehr würde ich jetzt gerade einfach gerne in einen Flieger steigen und nach Hause? Regelwerk sagt, keine Commercial Flights. Es ist egal, auf welchem Weg und mit welchem Fortbewegungsmittel die Teilnehmer nach Köln ins Ziel kommen, solange sie diese zwei Dinge beachten. Zu Fuß. Nummer 1. Betritt ein Teilnehmer ein Verkehrsmittel, darf er damit maximal eine Landesgrenze überschreiten. Zwei Grenzen auf einmal mit der gleichen Mitfahrgelegenheit zu überqueren, führt zum Ausschluss. Daraus ergibt sich Nummer 2. Kommerzielle In- und Auslandsflüge sind nicht erlaubt. Deswegen. Gut, aber er könnte ja einen Flug Spanien, also Madrid-Paris und Paris-Köln machen. Das wäre dann erlaubt, oder? Chat, sehe ich das richtig? Ist Flug nur verboten, weil die davon ausgehen, dass man automatisch mehr als eine Grenze überfliegt? Das heißt, Flug ist gar nicht kategorisch ausgeschlossen, weil die sagen ja, daraus ergibt sich die zweite Regel. Privatjet erlaubt. Keine kommerziellen Flüge, ja. Haben die falsch formuliert, ja, okay, gut. Hier einfach schauen, ob man seine Schuhe trocknen kann, ob man hier vielleicht übernachten kann. Und ob man hier Geld machen kann. Das sind meine drei Ziele hier am Malaga Flughafen. Es könnte eine Strat sein, sich für 200 Euro die besten Laufschuhe zu erbetteln und nach Köln zu sprinten. Einfach so den Jakobsweg. Einfach Jakobsweg gehen. Alright. Ich glaube, wir sollten uns irgendwie so einen Einkaufscampen suchen oder so. Real Talk Brian wird's machen. Ja, ich glaube, das ist eins. Geil. Me llamo Daniel y ahora estoy haciendo un proyecto y estoy viajando en autostop de Marruecos a Alemania. ¿Me llaman? ¿En serio? ¿Así? Un bisschen Kleingeld haben wir bekommen. Krass. Mich nervt es gerade selber. Ich will eigentlich nicht das wieder wie gestern machen, weil es fällt echt keine andere Möglichkeit ein, irgendwie hier aus Malaga heute wegzukommen. Seid ihr Deutsch? Ja, hi. Ich wollte nur einmal kurz wissen, wo wir genau hier sind, weil ich bin gerade erst angekommen. Und wo es hier zur Autobahn geht.
Du kannst so aber auch, die Richtung du ist kannst hier den Bus nehmen, weil hier ist eine Station. Station ist ja ein Busbahnhof. Kostenlos. Ja, wir geben dir einen Fünfer. Oh, da macht er auch dieses Thread. Wirklich? Ja, ich kann dir einen Fünfer geben. Wirklich? Ja, ich gebe dir einen. Wow, nimm mir jetzt das Geld. Mega lieb, die beiden. Dann, wenn man nicht danach fragt, kriegt man was zugesteckt. Ja, ich finde mit seiner Frage, es war so, ja, wie komme ich denn jetzt? Ich habe ja kein Geld, wenn mir bloß jemand Geld geben würde. Ja, ich würde es genauso machen. Einfach, die Leute müssen dir nicht geben, nicht die Leute pressuren, aber so mäßig, so, dass die checken, ah, okay, wenn ich dem jetzt, wenn ich einen Fünfer übrig habe, würde ich dem gerade extrem krass weiterhelfen. So. Es ist einfach smart. Voll gut. Okay, wir haben noch 14 Dirham. Das müssten so 1,50 sein. Hallo. Was willst du machen? Nochmal Samus Wild oder The Race? Naja, dadurch, dass ich bei Samus Wild schon war, würde ich sagen The Race auf jeden Fall. I have some rest money from Morocco. Can I change it? I can't do that. No? With coins. Is there any chance you can help me out a little bit? For 1 euro? That is super kind. Wir haben jetzt 12 Euro und 20 Dirham noch oder so. Ich habe jetzt noch die ganze Zeit überlegt, ob ich noch irgendwie nach Almeria oder nach Murcia sogar Geld dafür sparen soll, um dorthin zu reisen. Aber ich habe nochmal die Map gecheckt und es ist fast besser, wenn ich jetzt einfach nach Granada abhaue. Deswegen werde ich jetzt einfach, glaube ich, den Bus nach Granada buchen. Nach Granada? Okay. Der Bus kostet 13. Ich hoffe, die am Schalter sind nett und vielleicht gibt es mir einen für 12. Ich frag mal. Me faltan 50 centimos. Está bien. Tengo que ir a. Aber ich küsse dich doch, finde es sehr süß von dir. A las 7 y los Angeles 22. Perfecto, muchísimas gracias. Ciao, ciao. Okay, perfekt. Es haben irgendwie 80 Cent gefehlt oder sowas, hat sie jetzt nicht gejuckt, mega. 19 Uhr. Das heißt, wir haben jetzt. Porträt von mir, Emma, Stündchen. Jetzt. Ich muss echt sagen, ich merke. Wirklich, ich bin gut kaputt so. Ich brauche heute auf jeden Fall einen geilen Schlafplatz, dass ich mich eine geile, erholsame Nacht habe und dann morgen richtig Gas geben kann. Morgen will ich auf jeden Fall mal richtig Meter machen. Das war heute ein bisschen wack. Alright, mein Bus fährt in 20 Minuten. Okay. Vielleicht schaffen wir es davor noch, uns ein bisschen was zu essen zu essen. Hola, buenas, ¿qué tal? Boah, er geht richtig schön in Döner rein. Una pregunta. Yo estoy viajando sin dinero y estoy preguntando a los restaurantes si tienen alguna comida de ayer que van a poner en la basura de todos modos, no, que pueden dar. ¿Tienen algo? ¿En serio? ¿Sí? Sí. Ah, muchas gracias. Muchísimas gracias. Eso es súper amable. Das war extrem, extrem nett. Hat er ihm einen frischen Dings gegeben? Ich glaube, mit der Strat kriegst du immer was Frisches zu essen sogar. Ich habe gefragt, ob ich irgendwas bekomme, was irgendwie abgelaufen ist oder vom Vortag oder sowas, was sie eh wegwerfen würden. Er hat gemeint, nein, aber hat mir jetzt einfach hier so einen frischen Shawarma gemacht. Das ist krank. Abendessen ist gesaved. Beziehungsweise Mittagessen eigentlich. Ich habe nicht mal Mittagessen. Das ist crazy, Bro. Übelst geil. Der kommt, so von Herz, Bruder, der kann nur lecker schmecken. Ist Shawarma so mäßig einfach Dürüm oder Yufka? Shawarma ist eher das Fleisch, I guess. Ist doch einfach ganz normales Dönerfleisch, oder ist das was anderes? Bin ich jetzt hier komplett hinterm Mond? Eigentlich das. Das sieht einfach, sieht aus wie ein Dürüm. Erste richtig, richtige Essen. Boah. Ja, Digga, und stell dir vor, er hätte jetzt nicht Spanisch sprechen können. Wäre das nicht passiert, hätte er das Essen nicht bekommen. Die Sprache zu sprechen ist krass. Geil. Und jetzt abwarten. Aber Ultor Rebi kann ich mal bei Gast sehr gerne sein von mir aus. Okay, er geht nach Granada und er denkt, Granada ist ein krasses Thread, sagt er. Jetzt zu Dave. Oh, wie weit ist er weg, ne? Also. Völlig egal, was jetzt passiert. Völlig egal, wo ich penne. Völlig egal, ob jemand bei Reddit antwortet. Mein Play ist es. Ich habe auf 2 Reddit-Fahrten geklickt, die beide grün waren in Valencia. Dave, mein Blablacar-Fahrten. Er hat gesagt Reddit-Fahrten. Fahrten werden nach Entfernung zur Stadtmitte bewertet. Grün symbolisiert in diesem Fall eine gute Fußläufigdistanz. Entfernung zur Stadtmitte. Okay. Also bedeutet, die aus Valencia sehr gut zu erreichen sind und die hatten beide denselben Standort, um Leute einzusammeln. Das wird wahrscheinlich irgendeine Tankstelle sein oder so, kurz vor der Abfahrt nach Barcelona. Und genau da gehe ich morgen früh hin. Und genau dort werde ich BlaBlaCar Leute anlabern, jeden anlabern,
wenn das der Punkt ist, wo sich Leute treffen, kurz bevor sie nach Barcelona fahren, smart, dann I guess. Ist das der perfekte Hitchhike-Spot. Smart, und vielleicht I guess. Ist das sogar die Taktik für alles Weitere. Die Spots genauso finden. Shawarma wird in Spanien oft als gleiches wie ein Dürüm verkauft. Sieht auch traditionell der Drehspieß mit Hähnchenbrustfilet, nicht jedem Hähnchen wie bei Döner. Und beim Shawarma ist nur Joghurtsoße und eingelegte Gurken in libanesischem Brot drin. Ah, okay, check. So, ich bin back. So, und jetzt gucken, ob irgendwas bei Reddit reinkam. Reddit. Ich check's, danke dir. Wir haben nichts. Nope. Okay. Ich habe alles, was ich brauche und mehr. Jetzt geht's Richtung Abendplanung. Ich muss jetzt was essen. Aber so geil, dass er einfach an so einen Laptop rangeht, ne? So geil, dass er einfach so einen Laptop rangeht und da ein bisschen rumsurft. Ja, war ein nicer Versuch, aber klar, kann echt auch schnell untergehen. So ein Reddit-Account, der ganz frisch erstellt wurde erst, jeder wird denken, ja, das ist halt ein Mörder, der bringt mich halt um oder so. Roussafa, El Cedro oder Beni Maclet, da sind die jungen Leute. Da probiere ich an Wasser zu kommen, damit ich endlich mir eine Huel-Mahlzeit ballern kann. Und dann geht's ab. Okay, er ist jetzt am Airport. Malaga Flughafen hat Dyson. Das ist Wahnsinn. Nein! Nein! Ich habe gegoogelt. Es gibt einen Flixbus in 2-3 Tagen von Malaga all the way nach Montpellier. 50 Euro nur? Bro, Flixbus ist krass. Du kannst drin pennen. Er bringt dich weite Strecken. Überleg mal, für 50 Euro würde er von hier nach ganz hier kommen. Das ist basically, wo wir Urlaub gemacht haben. Das ist basically, wo wir im Urlaub waren. Hier so. Ist das krass, ne? Und er wäre 2 Tage, gut, 25 Stunden im Bus ist schon hart, aber du kannst halt durchpennen. Ist krass. Montpellier. Kilian, danke dir. Ich muss nur einfach 2-3 Tage hier ausfahren, genug Geld machen, überleben und dann ab die wilde Fahrt nach Frankreich. Ich habe jetzt ein Ziel, ich habe jetzt eine Mission. Ich bin nicht mehr ganz so lost. Ich werde das hier rocken jetzt so. Ich kaufe mir jetzt mein 55 Euro Flixbus-Ticket nach Montpellier. Ja. Jetzt erstmal Money-Making-Time. Sorry, do you speak English? Yeah. English? German? Yeah. Deutsch, okay. Ich habe eine ganz random Frage. Ich mache gerade eine Challenge. Ja. Wollt ihr mich irgendwie supporten? Ich brauche dringend Support. Ich will vor den anderen in Köln ankommen. Oh, ich weiß nicht. Wenn ihr so gefragt werden würdet, würdet ihr Geld geben oder findet ihr es eher unangenehm? Ich kann es gerade nicht so ganz einschätzen. Ich finde, auf der einen Seite finde ich es gut, dass er so offen hingeht und sagt, okay Leute, hört zu, das ist das, was ich machen werde. Aber irgendwie würde ich auch so denken, na, keine Ahnung, ein bisschen komisch. Ich finde es geil, dass er es so direkt macht, aber es ist mir ein Tick zu unangenehm, würde ich sagen, glaube ich, ja. Ich nehme mein letztes Kleingeld. Boah, sowas ist schon mal so. Sowas ist schon mal tot, ist die Hilfe. Vielen lieben Dank euch, ey, ihr seid die Besten. 1 Euro, you want to support me, or if it's like... Dieses Support-Ding irgendwie. Some food, some drink, we don't have anything. The only problem is we are Swedish. We don't have any cash. Thank you anyways, guys. Oh nein, Schweden, Digga. Stell dir vor, das sind die gleichen Schweden wie beim anderen. That is already the next step to where I want to go. Thank you so much, seriously, it's a pleasure. 10 cents. Gib dir mal einen Zehner und das Kleingeld. Ein Zehner? Bro, wer? Ah, das war ein Bayer. Ich direkt gehört, ich geb dir mal einen Zehner und das Kleingeld. Da habe ich direkt gemerkt, die Bayern, bei denen läuft es noch von. Die Wirtschaft läuft noch in Bayern. Ey, das ist schon mehr als das Doppelte, was ich habe. Na, freut mich. Und das wird mich richtig weiter. Na, freut mich. Ja, wunderbar. Nee, ist ein Wiener, ist ein Österreicher, stimmt ja. Na, wunderbar. Na, solange sie kein Ausländer sind, supporte ich sie gerne da, gell? Der ist wichtig. Der ist sehr, sehr, sehr wichtig. Einfach ein Tenner da hingebastelt. That is what I need. That's business making. Thank you so much, bro. American knowledge? Yeah, this is definitely an exchange somewhere. This helps, man. Thank you. Thank you for trusting Global Exchange and have an amazing adventure. Okay, wir machen... Wie viel hat er? 55 voll oder die 65. Und dann buche ich diesen Bus. Ich buche heute noch diesen Bus. Ich will dieses Safety einfach haben, dass irgendwie in 2-3 Tagen mein Bus nach Frankreich fährt. So. Money making ist, glaube ich, bei ihm läuft's. Okay, ich bin hyped. Ich bin pumped. Survive. Wer wird als nächstes angequatscht? I don't want to back, that's why I prepared something. I want to sell you something. So if you by any chance want to support me or anything. I'll throw you my change. I got like
6 Euro. Bruder, ey, Chat, er braucht noch 15 Euro oder so. Nein, noch ein 20 braucht er, dann hat er den scheiß Bus. Er ist so am Hustlen. Norwegian beer. It's a really rare beer, especially here, so you can try to sell it. That's a really smart idea. Capri-Sonne. Norwegisches Bier. Are you interested in buying a beer or something to drink? No, we're doing Mormons. Ah, Mormons. You're joking, right? You're joking. Ich kann euch norwegisches Bier anbieten und ich kann euch eine Capri-Sonne Orange anbieten. 5 Euro habe ich schon. Oh, Bruder, es läuft so krank bei ihm. Okay, die direkte Art funktioniert. 5 weitere Euro. Die direkte Art funktioniert. Leute feiern ein, neue Leute kommen an, Touristen, die Geld haben, die sich Flüge leisten können. Ey, Flughafen. Flughafen ist aber auch smart. Niemand, der am Hungertuch nagt, fliegt in Urlaub. Ja, I guess, ja. Aber vielleicht sind die Leute ein bisschen auch eher eigensinniger, weißt du so? Ja, aber anscheinend gutes Strat, anscheinend smartes Strat, actually. Money Glitch. Also Flughafen. Plus am Flughafen fährt auch der Flixbus, I guess, ne? Voll oft so. Vielleicht diesen Flixbus durch bis nach Montpellier. That's my goal. Also, folgende Sache. Mein BlaBlaCar, was heute Nacht fährt nach Barca, hat einfach gecancelt. Na. Too good to be true. Was ein bisschen mau ist, jetzt kommt Update. Okay, Theophil, what is the new deal? You will dance for people in the street to win like 20 euros at least. Maybe drink some beer for us. And then we will... Oder die beiden halten sich denn wirklich wie so ein Tanzbären, Junge. Er ist deren Hure, wirklich. Er ist wirklich deren Hure. Buy you a bird, a taxi, okay. To get you where I can. Der Grund ist nämlich, dass das BlaBlaCar kommt morgen um 8 Uhr nach Barcelona. Aber es ist 7 Kilometer entfernt. Das heißt, ich müsste da mit einem Taxi hinfahren. Deswegen muss ich jetzt 20 Euro verdienen. Irgendwie Leute fragen, eher fragen. Ich sag ehrlich, nicht verdienen, eher fragen. Und das ist meine Challenge. Wenn ich es schaffe, dann kriege ich mein Taxi morgen. Weil ich habe keine Maps oder irgendwas, um wirklich den Weg dorthin zu finden. So, it's gonna be fun for everybody now, right? Oh ja. I hope it will be fun for you. Hola, Mama. Ich fühle ihn vor. Hablas Englisch? You have 1 Euro for me? Jetzt schon keine Sauna. Dinero para mí? Solo uno. Maybe they will give me something. Perdón, hablas inglés, solo español. Tengo un dinero para mí. Tengo. Dinero. Oh, da läuft sich. Chat, sorry, die Oma ist unten bei meiner Cam, aber ihr verpasst nichts. Solo un dinero. Die guckt gerade ein bisschen und sagt so: Nö, no, no, I have no money. If I can make one flip, will you give me 1 euro? Also, ich hoffe, dass mein BlaBlaCar der andere macht es irgendwie geiler, gell? Ist aber trotzdem noch ein 20 verdient, weil die Jungs meinen... Alter, da die Parade, Junge. Aber das war's. Ich muss jetzt irgendwie 20 organisieren noch. Jo, wie krass. Bruder, diese Typen verarschen ihn so. Ey, mein Bruder, frag mal nach, vielleicht fahren die nach Barcelona. Scheiße. Barcelona? Sorry, everyone. That's a strange day today. Triquiso, Madrileño, Serranito. On you, thank you. I think you took the best one. Auf euch, Jungs. Ich hoffe, ihr schafft es auch. Keine Ahnung, wo ihr seid. Ich bin hier in Sevilla. Hoffentlich bin ich morgen weiter. Bro, you're a legend, bro. Endlich mein BlaBlaCard angenommen. Doch nicht nach Barca, nach Tarragona. Morgen. Bro, I'm so happy. Oh, yeah. Ja, es sieht wirklich aus wie Ku Klux Klan, aber das so traditionelle Osterdings hat Chat schon gesagt. So happy, man. Oh. Morgen gehe ich nach Tarragona. I'm going to Tarragona tomorrow. Wow. Okay, I should stop. Wow. I'm just so happy. Ich bin so happy, Digga. Oh, Mobis, danke für 50, Bruder. 50 ist krass. Kurz. Hier habe ich die Jungs getroffen, die mir meinen Arsch retten. Thank you so much, guys. Appreciate it. A lot. Er sieht aus, als wäre er aus irgendeiner amerikanischen Fernsehshow, oder? I think I like you, like, already. Put my guys here. Tarragona kennt auch viele Deutsche. Boah, dann ist das ja noch smarter. Ah, okay, bei ihm läuft's auch. Bei ihm läuft's auch. Also ich muss sagen, der Flixbus-Atze mit der gelben Mütze und er sind krass. Karma, die Jungs wurden einfach abgegradet auf größere Zimmer. Jetzt habe ich schon gerade gesagt, dass es daran liegt, weil die mir geholfen haben. Ein Einbrecher von Kevin. Ja, okay, ein bisschen, stimmt, ja. Dass ich schon wieder hier irgendwo hänge. Ich
Oh, noch gar nicht so klar. Mal wieder. Oder wie krass auch wieder. I don't want to steal anything from you, but there is like a dental set for brushing the teeth. Yeah, take it. Do you need that? Thank you, man. Guys, thank you so much, I swear. Digga, ich krieg's gar nicht. Er ist krass, er ist auf eine Art, also er, das, was er gut kann, nutzt er, aber ich muss echt sagen, Props an ihn. Und heute war ich wirklich so... Props an ihn. Ich weiß gar nicht weiter. Nein, kann ich auch nicht. Ich weiß Brian, ich weiß Dave. Und dann passiert sowas. Kiffergedächtnis, genau so. Immer weitermachen, egal was ist. Wow. Schon chillig. I can't thank you enough for this appreciate a lot. Jungs, wo immer ihr auch gerade steckt. Wilde View. Yes, auf euch. Ob das bei euch gerade so aussieht? Der ist tot besoffen. 5 Euro für einen Haufen Scheiße. Bruder, Brian pennt wirklich in einem Gefängnis. Aber hey, immerhin Raum. Das Fenster, das ich jemals in irgendeinem Raum gesehen habe. Aber einfach mal ausziehen. Scheiße. Auch schön Wolf gelaufen, Alter. Wie im Schwimmbad, Alter. Und hier schön fett die Blase. Die ganzen Füße kaputt. Oh nein. Füße geblutet, Chat. Man sieht jetzt auch schon richtig, wie blau die Socken sind, weil das ganze Wasser aus den Jeans da reingelaufen ist. Mach doch nicht! Bruder, und währenddessen hängt der andere Atze, wie ist der, Laurenz? Ich versuche mir den Namen zu merken. Währenddessen hängt der Schweden-Atze einfach in diesem Hotelzimmer, trinkt Aperol Spritz auf der Dachterrasse, hat eine Dusche. Bro, ist das krass. Jovan, okay. Jovan ist der Schwedentyp, ja? Okay. Es ist einfach alles. Wie heißt der gelbe Mütze Flixbus-Typ? Es ist nass. Alles. Laurenz. Und wen ist noch interessiert? Ja, okay. Trocknen, also. Frag mich gleich in der nächsten Folge nochmal. Scheiße. Hör doch auf, das auf die GoPro zu machen. Oh mein Gott, Brian, Bro. Es ist alles nass. Alles. Handschuhe, alle T-Shirts, alle Boxershorts. Ja, Mann, ey. Nein. Ist auch wirklich eine kranke Ironie in diesem Zimmer, dass hier hinten so dieses Fenster mit dieser Palmenaussicht hängt. dieses Poster, meine ich. Aber Chat, wisst ihr, was ich nicht check? Also guck mal, ist ja alles schön und gut, dieses Zimmer, ne? Ist halt ein Hostel. Aber Bro, on God, wo sind das 45 Euro die Nacht? Ja, das ist echt Wahnsinn. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt scheint hier die Sonne, ey. Jetzt scheint die Sonne. Zählt das, wenn ich mir mein Geld jetzt wiederhole? Es liegt jetzt nicht an der Sonne, es liegt einfach allgemein an der Butze. Ja, schlechtes Zimmer, dies, das, aber... Es ist irgendwie 16 Uhr, ich habe jetzt hier so 16 Stunden und kann damit gar nichts anfangen und es wird sowieso nichts trocknen. Ja, ich probiere das. Ich sag, ich mach das auch wieder sauber. Keine Ahnung, ob das dann in dem Regelwerk zählt. Wenn das Geld wieder drauf ist, ist es wieder drauf. Muss man danach klären. Könnt ihr immer sagen, was ihr dazu sagt. Und wenn ich jetzt rausgehe, ist es wieder voll. Ist das krass. Ich bin sowas von verkackt. Ich werde runtergehen und fragen. Also sie würde es klar machen, würde mir aber 36 Euro wiedergeben und 9 Euro Bearbeitungsgebühr behalten. Warum haue ich jetzt hier wieder ab? Weil die Sachen nicht trocken werden. Wenn sie doch trocken. Ey Leute, ihr merkt, dass ich komplett verwirrt bin. Sowas hatte ich noch. Also Chat, ich frage mich gerade, warum denkt er, dass die Sachen nicht trocken werden? Also ich versuche gerade so seine Logik ein bisschen nachzuvollziehen. Oh nee, ey, dass ich jetzt überhaupt gar nicht weiß, schaffe ich das jetzt heute noch? 5:30. Das heißt, ich müsste raus und direkt einen Schlafplatz finden. Ja, entweder ich penne jetzt hier und nutze mich. Also es ist ja natürlich ist es besser als auf der Straße. Aber ich habe die Hoffnung, dass mir das angerechnet wird, dass ich jetzt nicht hier geschlafen habe. Ja, das Geld ist nicht komplett wieder da.
Und ich krieg das Geld in bar wieder. Ach, in bar! Leute, vergesst das alles. Er kriegt das in bar wieder. Das heißt, wenn er gewinnen sollte, wird es trotzdem, weil auf der Karte nichts mehr ist, dann wird es trotzdem abgezogen von seinem Gewinn. Ist das scheiße. Ja. Oh, da geh ich doch. Oh Gott. Oh, ich würde so gerne hier abhauen. Das ist so scheiße. So, sie war jetzt gerade nochmal hier und hat mir gesagt, dass es nicht geht. Eben ging es noch. Jetzt gibt es keine. Da kommen wir jetzt schon mit dir, Kevin. Hier. Actually, übermorgen. Dann habe ich wenigstens ein Bett und habe leider den Joker gezogen. Mittwoch und Donnerstag gibt es IRL-Streams. Mit Kevin und mir. Wird geil. Selbes Spiel wie gestern. Zum Abend hin geht der Regen los. Okay, wird sehr chillig. Boah, ist das eine Scheiße, ey. Dieser Regen ist wirklich Maximum. Jetzt geht bei Dave auch noch das schlechte Wetter los. Fuck. Im Regen pennen, kein Problem. Aber im Regen Lager aufschlagen. Ja, Retalk, Dave muss weiter, Bro. Wenn Dave ist zu lange da chillt in Valencia. Er hat jetzt einmal kurz Mental Reset gemacht, aber er muss weiter, Bro. Also, das Ding ist, die anderen holen mit rapidem Tempo auf, würde ich sagen. Big Problem. Das nervt so rum, weil ich eigentlich alles viel mehr erleben wollen würde und mehr Kram machen würde. Aber ich bin auf diesen Laufweg limitiert, wenn ich alles nass gehen lassen will. Oh Mann, ey. Oh, darf er sich da einfach refillen? Bah, Junge. Lecker, ey, schön kalt ist geil. Fuck. Wir schauen alle Folgen durch, ja. Ich wollte Wasser einfüllen und das ist einfach so Zuckerscheiße. Oh nein, er hat sich Sprite eingefüllt. Real Talk, das kann ich nicht trinken. Mann. Ich verliere komplett den Fokus. Ich gehe jetzt in die Richtung, wo Autos nach Barcelona fahren und entweder probierst dann da direkt. Bro, hä? Wieso schüttet er die Sprite aus? Ja, oder geht das halt nicht in dieser Air-Up-Flasche? Weil dann alles verklebt oder so. Das ist krass, ne? Oder vielleicht liegt es an der Air-Up-Flasche, Chat. Panda. Digga, ich bin komplett verloren. Oh, ich bin so viel gelaufen heute. Oder er mag einfach keinen Sprite, er kann auch sein. Bruder, was? Zahnbürste 4 Euro? Ja, wollte gerade sagen. 99 Cent, Digga, schön rein. 3 Stück kriegt er vor allem. 99 Cent und 67 Cent. Oder? Ja. Das nehme ich schon mal mit für morgen. Mach das schon mal ready. Wahnsinn. Alter, ist hier viel los. Er will nur Wasser mit Geruch. Stark. Alter, ist hier noch viel los. Ja, hier ist die Autobahnauffahrt. Warum hat die keine Zahnbürste dabei? Ich weiß auch nicht, das ist einfach, um es härter zu machen. Guck mal hier, aber nicht da reinlegen. Tab hier auf einer Seite so, bis auf die andere Seite runterlegen. Und dann ab in den Dreck. Nee. Da scheißen doch auch die LKW-Fahrer hin. Wenn in der Zwischenzeit nicht die Autos die Polizei rufen, dann ist das, glaube ich, tatsächlich meine beste Option. Weil hier kommt auch niemand her. Ich drück mich so sehr vor der Nacht irgendwo in Stadtnähe. Da hab ich einfach keinen Bock drauf. Ich habe aber gesehen, dass hier vorne im Kreisel also Leute am Sprühen sind, als wir mit der Bahn vorbeigefahren sind. Da probiere ich jetzt zumindest noch einen Marker zu organisieren, um schon mal Barça auf das Schild zu schreiben. Dann wäre ich schon mal ready für morgen. Und was wir dann in der Nacht machen, schauen wir mal. Schau, das sind alle LKW-Fahrer. So Breakdance. Okay, ach, hier Dave ist zu so einer mäßigen Party gegangen, oder was? Zwei Leute Mucke. Hier ist komplett Action. Du weißt doch. Hey, do you have a marker? Can you write Barca? Barca? Barca, Barca. So I can go to Barcelona. I understand. Can you write Barca? Pasta? Nice. Oh mein Gott, so Sprayer sind das. Ach so. Perfect. Thank you, man. You're welcome, man. Nice!
Ey, die hätten ihn doch... Oh, wie schön. Oh mein Gott, wie cool. Ja, guck, das ist das, was ich meinte. Ich glaube, mit einem guten Schild hat man viel mehr Chancen, Alter. Die Situation schon wieder erträglicher. Nach jedem Tief kommt ein Hoch, kommt ein Tief, kommt ein Hoch. Wenigstens Zähne putzen. Barça heißt Boot auf Spanisch. Aber verstehen die Spanier, wenn man sagt Barça? Verstehen die, dass man nach Barcelona will? Oder denken die jetzt, der braucht ein Boot? Halt so Typ, man, die hinten so ein Boot auf dem Anhänger haben. Ja, Bro, ich hab hier ein Boot, was brauchst du? So, ich habe noch andere Schlafoptionen. Gut, Fußball könnten die checken, ne? Erstmal im Licht mein Barça-Schild. Hallo, bitte nach Barça. Hier ist überdacht. Hier könnte gehen, aber da gucken einem halt die Autos zu. Was ich jetzt ganz kurzfristig gedacht habe, war das hier. Es würde sogar ganz knapp passen. Und jetzt höre ich da schon irgendwelche Ratten. Nein, oh mein Gott, Bruder. Nachts von Ratten angeknabbert werden, ist ja tot. Aber Dave hat Barça. Ja, okay. Ja, gut, ich glaube jetzt mal, dass Dave das gecheckt hat. Aber wenn hier irgendwelche Ratten sind, Alter, dann... Oh. Komm, checken wir einmal. Wichtig und richtig, Leute. Oh, ob hier macht euch doch nicht verrückt, fragt mich doch einfach. Ich sag euch doch, was los ist. Ja, komm, let's try. Macht euch doch keinen Stress. Boah, ist schon... Der Dave ist schon echt weit nach vorne, ne? Granada ist er. Warte, Chat. Daniel heißt er, ne? Ich hab mir noch gemerkt, Daniel. Bleib hier. Ciao, ciao. Wann kommt Rise of Kingdoms? Ui. Welcome to Granada. Alrighty, schauen wir mal, was in Granada an so einem Samstagabend so geht. Parkhaus, it is. Parkhaus? Das ist schon mal gut. Zu pennen dort? Ja, es ist natürlich mit Aufpasser. Ich glaube, es wird das Terminal. Ich glaube, es wird das Terminal. Auch wenn es gestern schon das Terminal war. Ich brauche heute ein bisschen geilen Schlaf, weil der Tag war echt anstrengend. Ja, am Terminal pennen easy. Aber ich hoffe, er pennt nicht wieder auf dem Klo. Richtig fit bin, damit wir ein bisschen durchpowern können. Hattest du keine Angst damals in Kanada nachts? Endlich richtig ins Treffen. Ehrlich zu sein, nein. Auch nicht, es noch nicht auf unnötig so auf männlich zu machen. Es war einfach nichts los bei uns. Es war einfach, wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nicht mal, dass man Tiere gehört hätte oder so. Es war einfach tote Hose bei uns da am Spot. Deswegen dachte ich so, naja, mein Gott, ich liege hier, Pfefferspray ist bereit. Ne, so ist es. Komm. So, hier sind wir bei der Estación de Buses. Komm, was wolle. Ein bisschen mehr Security als im anderen Terminal. Aber ja, wir gehen trotzdem jetzt einfach straight auf Toilette. Keine großen Faxen und einfach einschließen. Alter, wie dumm ist das denn? 2 Sekunden vor mir geht hier wer in die Toilette rein und ich meine, er hat den Schlafsack in der Hand. Das na! War original 2 Sekunden. Er ist so 5 Meter vor mir gelaufen. Na! Ich glaube, der pennt da jetzt echt. Scheiße. Ja, Bruder, der Flughafen wird mehr als ein Klo haben, oder? Dann wird's wohl echt das Parkhaus. Bruder, geh einfach raus. Ist raus, geil. Jetzt hätte ich gesagt, geh doch einfach auf ein anderes Klo. Geil. Schön aus Behindertenklo pennt er wieder, ne? Er ist schön voll gepisst, hoffentlich. Jetzt mach ich mein Bett mal ready und dann geht's in die Haie, weil ich bin krass müde, ich bin wirklich richtig kaputt. Er ist wie der offizielle Klo-Penner der Serie. Oh. Good night. So, warte mal, warte mal. Das ist Laurenz. Das ist Laurenz, Chat, right? Ich habe glorreiche 40,72 €. Laurenz, oh mein Gott, Bro. Okay, guck mal, das Ding ist, wenn ich will, kann ich mir den Namen merken, Chat. Aber es ist so, Mann, es ist unfassbar anstrengend für mich irgendwie einfach. Gemacht. Wenn ich morgen 2-3 Stunden durchziehe, dann sollte ich schon bereits in der Lage sein, das Ticket zu kaufen. Damn. Ich gehe jetzt hier mit meiner Subterrine irgendwo kochendes Wasser organisieren. Do you have hot water? How much is hot water? Very, very hot? Boiling hot? Very hot, perfect. Yes. Gucken, wann die mich wegschicken, aber ich esse das jetzt hier. Wenn die Suppe. Wer schreibt Laurenz an mit S? Ja gut. Noch Dampf. Du willst einfach nicht. Ja, am Ende ist es das. Am Ende ist es das. GoPro-Akkus alle frisch laden. Es ist warm, es ist trocken. Hayat. Ja. Ein Typ aus Ungarn kommt hierher und sagt so, can I book a Uber with you? Und dann ein bisschen gequatscht. Sieht aus wie Diarrhea. Von Race. Hat er mir einen 5er in die Hand gedrückt. Ich konnte es gerade leider nicht bekommen. Laurenz ist rich as fuck, Bro. Aber jetzt sind wir schon bei... Er braucht nur noch einen 10er. Dann hat er das, dann hat er den Flixbus. 45 Euro. So crazy, ey.
Es fehlen noch 10. Es fehlen nur noch 10. Pretty Euro. Privilege. Ist das Pretty Privilege bei ihm? Ich bin ein Typ, ich kann es nicht einschätzen. Euro. Ich weiß nicht, ob die Frauen stehen. Ich kann mir das Busticket in 3 Tagen holen. Ich habe mir aufgeschrieben, am 1. April das Busticket kostet 95 Euro. Am 2. April kostet 63, am 3. April kostet 55. Und ich glaube, ich könnte das am 2. April mir schon bald leisten. Boah. Heute ist Samstag und die Reise geht los am Dienstag. Das sind schon verlorene Tage. Es soll regnen die nächsten Tage. Ich werde beim Flughafen bleiben und setze jetzt gerade, habe ich mich entschieden, alle meine Karten auf eine Flixbus-Karte. Das ist krass. Okay, er wartet jetzt da wirklich aktiv nochmal 3 Tage oder 2, Sonntag, Montag. Ja, 3 Tage, 2 oder 3 Tage, je nachdem, welchen er nimmt, für den Flixbus. Okay, ist ein Gamble. Ist ein Gamble. Letzter Gameplan. Der ist schon ein flotter Hecht, würde ich sagen. Ja, du. Wie süß er immer da drauf drückt. Die schlafen hier alle? Dann schlafe ich hier auch. Aber wird man da nicht weggeschickt von so Cops oder so? Cozy. Schauen wir mal, was morgen wird. Gute Nacht. Ja, Leon, genau das gleiche habe ich auch gedacht, Bro. Wenn du Hände gewaschen hast, dann da nochmal drauf zu drücken. Aber ich dachte so, nee, Bruder, mit meinen Zwangsneurosen, da sage ich lieber nicht, on-stream ist laut. Legend, 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 das war's. Ich guck sie nicht, naja, der hat ja keinen. Nicht. Bruder, der schon wieder mit denen essen, ist das krass. Ist das krass, Junge. Der Typ Jovan chillt seine Eier weg. So, ach ja, übrigens, jetzt ganz am Ende bei BlaBlaCar meinte er so, ja, übrigens, ich travel mit einer Katze. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ich travel mit einer Katze? Oh, what? Ich habe gesagt, nee, ist natürlich gar kein Problem. Aber ich bin halt einfach komplett allergisch gegen Katzen. Also irgendein Haken musste dran sein, weil es wäre zu perfekt. Das heißt, ich travel morgen mit einer Katze im Auto, bin gegen eine Katze allergisch. Aber egal, das nehme ich mit. Ich dachte mir jetzt so, ich kann doch jetzt nicht sagen, It was a pleasure to meet you. Pleasure to meet you. Er hat ihm die Mütze gegeben, schaut mal. Er hat jetzt die Mütze da hinten, der Einbrechertyp. Really appreciate it. Ey, ja, Wort machen wir online, ja. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Biris gesippt. Digga, ich frag mich, was geht bei den anderen? Was macht Brian gerade? Brian, was machst du gerade? Digga, Brian ist im verfickten Hostel da, alles schimmelt. Oh, scheiße, geil. Das ist heute mein Handtuch. Scheiße, ey. Na. Ich hab kein Handtuch mit. Oh mein Gott, Bro. Chat, meint ihr nicht, er hätte für 45 Euro ein normales Hotel bekommen, wo er eine Dusche im Zimmer hätte und vielleicht auch ein Handtuch im Zimmer hätte? Oh, das bringt gar nichts. Also ich hatte heute Morgen einen echt guten Start. Ich glaube, das hat jeder gesehen. Auch wenn die Nacht mit dem Kackehaufen und allem richtig wild war. 1000 Mal habe ich gesagt, ich mache jetzt dies und das und habe die Ideen direkt wieder verworfen. Ja, also Real Talk Busticket wäre smarter gewesen. Andererseits hat er hier einen kurzen Reset und hat sich nochmal kurz so trocknen, also kann die Klamotten ein bisschen trocknen, kann einmal kurz ein bisschen sich waschen und so. Ist auch an sich stark. Ganz viele Learnings. Sorry für diesen verwirrenden Tag. Ich weiß nicht, wie das am Ende bei mir aussieht, aber ob es irgendeinem so scheiße ging wie mir heute oder vielleicht habe ich mich auch nur angestellt. Ach, es ist ein Entzug auf allen Seiten. So, ja, ich bin Raucher, das ist ein Entzug. Das Handy ist weg. Also jetzt nicht wegen Insta gucken und sonst was, auch einfach wegen Maps und sonst was. Brian hat es am schwersten, ja. So. Aber er macht sich's auch am schwersten. Bro, in der ersten Nacht von seinem Geld geht er erstmal Bier saufen, weißt du so? Auf allen Seiten. Essen, Handy, Kippen, Lost, Regen. Aber wenn man Brian, Kopf hoch. Rechnet, ja, dann hat mich das ein bisschen demotiviert. Aber jetzt bin ich wieder motiviert. Kopf hoch! Auf dich eine Cola Zero. Und den anderen Jungs, ich hoffe, es ist alles cool. Tschüss. Oh mein Gott. So, im Hotel angekommen. Hier rafft sich. Du bist doch der Mike, oder? Ja. Bruder, er chillt einfach mit den Jungs, die gucken Fernsehen. Ist das krass. Zweite Nacht. Er pennt da unten. Ist das geil. Die Jungs feiern oben. Ich glaube, jetzt kommt das, was mit Sauna gemeint war, Chad, oder?
Ich glaube, jetzt wird hier gefickt. Bro, ich dachte gerade irgendwie da Blaulicht das oder so, einer ist gestorben. Unterschlupf für heute Nacht. Eigentlich besser als erwartet. Sieht top aus, hab's nicht verlernt. Ich mach schnell wieder dunkel. Und sogar auf rot. Weil ich nicht verscheucht werden will. Wenn ich das jetzt abbauen müsste, das wäre wirklich der absolute Horror. So. Ja, true. Dann mal rein in die gute Stube. Dave überlebt besser als ein Server, soweit wirklich so. Digga. So ein komisches Gefühl. Ey, soll ich am Surviven da draußen? Dieses Feeling, so umschossen zu sein vom Tab, richtig geil. Hier ist es richtig scheiße, weil du nicht siehst, was außen um dich ist. Es sind halt Leute und Autos und so um einen herum. Sehr mulmiges Gefühl. Ich fliege final. Ich habe meine Regenjacke im Thorsten, hau in der Verpackung vom Schlafsack als Kopfkissen. Und jetzt schauen wir mal, wie lange es dauert, bis ich schlafe oder ob ich schlafen kann. Update. Ich kriege kein Auge zu. Scheiße. Wie zu erwarten. Alter. Da schreit einer. Hier tun die ganze Zeit so Vögel rum, die rumbrüllen. Ich fühle mich so hammer unwohl. Alright. Status-Update. Also Dave hat einen krassen Vorsprung, Chat, aber er ist auch gerade ein bisschen stuck, er kommt nicht voran. Wohingegen der eine Bré wird in zwei Tagen in Frankreich sein, sag ich mal. Und der andere Bré pennt im Hotel, also bei den anderen läuft es auch nicht schlecht.